Und die erste Rednerin ist Merit Isoski von den Grünen. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte MinisterInnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte in meiner Rede zum Sozialbericht 2019 das Thema Armut in den Fokus stellen. Knapp 17% der in Österreich lebenden Menschen, das sind 1,5 Millionen Personen, sind laut Armutskonferenz in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Und die Mehrheit davon, das sind Frauen. Armut in Österreich ist damit weiblich. Wieso ist das so? Das ist eine rhetorische Frage, weil wir alle, die wir hier sitzen, kennen die Gründe, wieso das so ist. Auf mangelnde Lohntransparenz folgt der Lohnunterschied, der sogenannte Gender Pay Gap. Der führt unmittelbar direkt in den Gender Pension Gap. Dazu kommt die eklatante ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern und auch ein Mangel an Kinderbetreuung. Teilzeitangestellte, Alleinerziehende und auch alleinlebende Frauen sind außerdem auch besonders armutsgefährdet. Erst in der Vorwoche hat die Statistik Austria aktuelle Zahlen präsentiert. Ich mag Ihnen die gerne in Erinnerung rufen. Sie sind sehr besorgniserregend in ihrer Ausdrucksstärke und auch wert, gehört zu werden. Die erste Zahl, das Bruttoeinkommen von Frauen in Österreich, liegt auch im Jahr 2020 noch immer 17% unter jenem von Männern. 17%. Und die zweite Zahl, Frauen erhalten durchschnittlich um 42% weniger Pension als Männer. Das heißt in der Realität, eine Frau kriegt im Durchschnitt 951 Euro Pension, ein Mann hingegen 1905. Lassen Sie diese Zahlen mal einen Moment auf sich wirken. 951, 1905. Und ich frage Sie, finden Sie das fair? Gibt es irgendeinen hier im Saal von Ihnen, der das fair findet? Nein, und das ist gut so. Und dann haben wir hier, und das halte ich fest, einen Konsens darin, dass wir das nicht fair finden und dass wir gemeinsam gegen diese geschlechtsspezifische Diskriminierung etwas tun müssen. Nämlich alle, die wir hier sitzen, unabhängig von den Parteifarben, weil Altersarmut in Österreich ist nicht rot, nicht grün, nicht pink, nicht blau, nicht schwarz. Es ist eine traurige und eine beschämende Realität, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir alle sind dafür gewählt worden, das zu ändern. Und das müssen wir schleunigst tun. Was können wir tun? Was müssen wir tun, um das zu ändern? Auch das, Sie werden es vielleicht schon ahnen, ist eine rhetorische Frage, weil wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Wir kennen ja alle die Hebel. Wir sagen uns das vor, jedes Jahr aufs Neue. Weil wir wissen, wo wir ansetzen müssen, sind wir auch mit dem Koalitionspartner in aktuellen Gesprächen bezüglich eines Maßnahmenpakets gegen Altersarmut von Frauen, mit dem wir die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen stärken und Frauen damit vor Armut im Alter schützen wollen. Was sind diese Eckpunkte des Maßnahmenpakets, über das wir derzeit reden? Einerseits Lohntransparenz, andererseits zeitgemäße Eltern- und Partnerinnen-Teilzeitmodelle, drittens das Pensionssplitting und viertens vor allem auch der flächendeckende Ausbau von leistbarer Kinderbetreuung. Wir Grüne freuen uns, selbst reden natürlich sehr über den gestrigen Vorstoß der Sozialpartnerinnen und Sozialpartner und ihre Forderung nach einem flächendeckenden, qualitätsvollen Ausbau der Kinderbetreuung. Das ist eine langjährige grüne Forderung und je eher wir hier Nägel mit den Köpfen machen, desto besser. Und wieso ist uns das so wichtig? Weil wir wissen, dass Kinderbetreuung eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass Frauen das Ausmaß ihrer Erwerbstätigkeit frei entscheiden können und nicht aus der Teilzeitfalle direkt in die Altersarmut rutschen. Deswegen ist uns das wichtig. Deswegen sind wir, wie gesagt, mit dem Koalitionspartner in Gesprächen und ich werde als Frauensprecherin meiner Fraktion auch mit allen Frauensprecherinnen hier im Nationalrat die Gespräche suchen, weil das Thema so wichtig ist und wir hier alle an einem Strang ziehen müssen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte abschließen mit einer etwas persönlicheren Erzählung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe vor längerer Zeit mit meinem Neffen gesprochen, der ist 14 Jahre alt. Er hat mir gezeigt ein Foto von seiner Klasse und hat mich gefragt, ob das stimmt, dass Mädchen in dieser Klasse später mal weniger verdienen werden als die Buben. Wenn das nämlich tatsächlich so sei, und das hat er in einer Zeitung gelesen, dann sei das total unfair. Das ist ein Zitat. Er hat recht, das ist total unfair. Es liegt an uns, das zu ändern. Machen wir es bitte. Merit Isoski von den Grünen spricht in ihrer Rede über den Gender Pension Gap, also dass Frauen häufig weniger Pension bekommen als Männer. Gegen diese Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung müsse man dringend vorgehen.